Ein paar Folien werden ohne Kommentar sein, mit einfach zum Lesen und Schauen wirken lassen. Are you ready for disclosure? AERI, Austrian Extraterrestrial Research Initiative. Wir sind eine Gruppe, die sich mit der Tatsache der außerirdischen Präsenz auf der Erde befasst und ebenso mit der außerordentlichen Bedeutung auf uns Menschen und die Menschheit insgesamt. Ja, für manche ist das neu, für manche schon älter das Thema. Disclosure, Enthüllung, Enthüllungsbewegung zur außerirdischen Präsenz auf der Erde, Beginn mit der Bewegung 1993 von Dr. Stephen Greer, ein Mediziner, der hat vor 12 Jahren seinen Beruf als Mediziner aufgegeben, um seine ganze Zeit der Enthüllung zu widmen und der freien Energieerforschung. Am 9. Mai 2001 treten 21 Ex-Mitarbeiter vom CIA, Militärgeheimdienst, Air Force und Army vor die Weltpresse und offenbaren, dass sie während ihres Dienstes Kontakt mit UFOs und Außerirdischen hatten. Und seither werden regelmäßig Pressekonferenzen veranstaltet. Wir hören halt nichts in den Medien bei uns, aber das wird sich ändern. Ich bin bereit, die Wahrheit all der von mir erwähnten Vorfälle zu bezeugen, und zwar vor dem Kongress und unter Eid, sagt Major Robert Salas, speziell auch vor einem Jahr bei einer Pressekonferenz. Die hat geheißen UFOs und Atomwaffen, Pressekonferenz am 27. September 2010 im National Press Club in Washington DC. Robert Hastings, der Moderator, sagt: Ich und diese Männer hier glauben, dass dieser Planet vom Wesen aus einer anderen Welt besucht wird. Aus irgendeinem Grund interessieren sie sich für das nukleare Wettrüsten, welches am Ende des Zweiten Weltkrieges begann. Wer immer an Bord dieser Schiffe sitzt, glaube ich, will damit ein Signal an Washington, Moskau und an der ganzen Welt senden. Wir spielen mit dem Feuer, und der Besitz und der Einsatz von Atomwaffen bedroht die gesamte Menschheit, die gesamte Umwelt unseres Planeten. Ihr von dieser Pressekonferenz gehört, gelesen? Wahrscheinlich nicht wirklich. Aber die hat es gegeben und es wird sie weiterhin geben. Die lasse ich jetzt wirken. Stanton Friedman, ein bekannter Atomphysiker und UFO-Forscher. Dieser nun fast 90-jährige Mann, Ex-Verteidigungsminister und Vizepremier von Kanada, der ist seit einigen Jahren, steht voll hinter der Enthüllungsbewegung und Exopolitikbewegung, und sehr komisch ist schon, dass wir das nicht in den Massenmedien erfahren. Das ist sehr komisch, und deswegen gibt es AERI und viele andere Bestrebungen. Edgar Mitchell, der lebt auch noch: Es ist Zeit, das Wahrheitsembargo über die außerirdische Präsenz zu beenden. Wer weiß solche Aussagen, und das sind nur ganz kurze Statements, da gibt es viele einige Vorträge, Interviews mit denen. Sergeant Clifford Stone, einer der wenigen Dolmetscher für Außerirdische beim US-Militär, sagte 2006, der Kontakt mit Außerirdischen von Angesicht zu Angesicht wird momentan weltweit vorbereitet. Das ist einer von den Insidern, der lebt noch, zum Glück, und dieser Mann sagt unter anderem: Wir sind nicht allein, und wir waren nie allein. Wir, das US-Militär, haben die Lektion gelernt, uns nicht mit diesen Wesen anzulegen. Und dieser Mann hat 1963, 64 einen Einblick in eine NATO-Studie bekommen, und seither hat er sich intensiver mit dem Thema beschäftigt. Ist mittlerweile auch 80 Jahre alt. Dieses Foto ist eines von vielen von Carlos Diaz aus Mexiko. Das ist einfach wunderbar. Ich kann nichts anderes sagen. Vielleicht gilt es euch auch so. Aufruf aus dem Kosmos, Friede über alle Grenzen. Diese Sendung mache ich seit 2006, jeden vierten Samstag im Monat, eine Stunde, immer live. Und in der Radiofabrik natürlich. Es ist auch ein wunderbare Errungenschaft für Salzburg. Die 70. Jubiläumssendung am 24. September drehte sich um den ersten Kontakt mit freundlich wohlgesonnenen Zivilisationen. Wir haben eine hörspielartige Nachrichtensendung gebracht, die Gruppe AERI. Und in Zukunft wird diese Sendung mehr von AERI gestaltet werden.
Wer regiert die Welt? Gehören die Drahtzieher einer nichtirdischen Macht an? Da geht es um die negativen Kräfte vom Kosmos, vom Universum, die es natürlich auch gibt. Und Oliver Gerschitz weiß da sehr viel zu berichten darüber und wird am 19. Oktober um 19.30 Uhr im Mozart-Kino einen Vortrag dazu halten. Und Eintritt 15 Euro, Vorverkauf 13, ermäßigt für Schüler, Studenten und so weiter. Ermäßigt. Aber hier sind keine Studenten, Schüler, nein. Oder doch. Kornkreise, das Thema, mit dem war ich vor einem Jahr bei dieser Pechatschka Night vertreten. Update mit neuesten Erkenntnissen von Jay Golden und Günther Schermann. Hier ein Kornkreis aus dem heurigen Jahr. Crop Circle. Dazu gibt es den Vortrag von diesen beiden, Jay Golden und Günther Schermann, am 10. November 19.30 Uhr im Mozart-Kino, auch in Salzburg. Und ja, die haben auch eine eigene Webseite natürlich. Und da gibt es sehr viele Informationen zu diesem ganzen Thema, das uns auch noch vorenthalten wird in der Öffentlichkeit, bis jetzt wurde. Kartenreservierung, Vorverkauf, monatliche Treffen haben wir jetzt seit Juni im Hartlwirt, in Liefering, zum Thema Hufus, außerirdische freie Energie und ähnliche Themen, jeden ersten Mittwoch im Monat. Und Dankeschön. Geschrieben haben. Wir haben eine Folder mit, wo die Termine draufstehen. Und vielleicht noch ein Nachwort. Es gibt, viele kennen den Spruch, wir sind diejenigen, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Aber seit ein paar Jahren kursiert ein neuer Spruch, der viel besser in die jetzige Zeit passt. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Danke.